Und hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Lore-Spezial. Und dieses Mal geht es um ein wohl etwas ungewöhnlicheres Thema für meinen Kanal. Nach dem Video zu Atlantis haben viele von euch auch noch nach anderen mythischen und legendären versunkenen Ländern gefragt. Und eines davon, das immer wieder erwähnt wurde, war Lemuria. Dieses Land Lemuria ist aber keineswegs als einem Mythos oder eine Legende. Es ist tatsächlich eigentlich einst eine völlig legitime wissenschaftliche Hypothese gewesen. Und in diesem Video soll es eben darum gehen, wie aus dieser einstigen These der Zoologie ein angeblich mythischer Kontinent wurde. Damit werden wir uns in diesem Video auch viel mit Geschichte und Forschung befassen. Auf jeden Fall etwas mehr als sonst in meinen Videos. Es ist aber auch durchaus interessant zu sehen, wie aus der wissenschaftlichen Lemuria-Hypothese ein mythischer Kontinent konstruiert wurde und wie mehr und mehr Behauptungen erdacht wurden. Lemuria wird dabei heute oft mit anderen mythischen Orten wie Atlantis in eine Reihe gestellt. Dahinter verbirgt sich aber eben kein Mythos, keine Legende und kein Wissen aus alter Zeit, sondern eine Reihe von Erfindungen, durch die die Idee von Lemuria als mythisches Land aufgebaut wurde. Bevor wir beginnen, will ich wie immer meinen Patreons danken. Eure Hilfe ermöglicht es mir, Videos wie dieses hier zu machen und stets die beste Literatur dafür zu sammeln. Dafür gilt euch mein Dank. Und wenn auch ihr mich unterstützen wollt, so findet ihr den Link zu meiner Patreon-Seite ganz oben in der Videobeschreibung. Und nun auf nach Lemuria. Als erstes aufgestellt worden war die Lemuria-Hypothese von Philip Slater im Jahr 1864. Dieser war ein englischer Zoologe, der sich zentral mit der Biogeographie beschäftigte, also der geografischen Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten. Besonders die Verbreitung von Vögeln interessierten ihn dabei, aber Slater machte auch viele Beobachtungen zur Verbreitung von Säugetieren. Und beim Vergleich der Tierwelt von Madagaskar, Afrika und Indien bemerkte er, dass es erstaunliche Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede zwischen diesen gab. Besonders bei den Lemuren. So finden sich diese heute nur noch auf Madagaskar, aber auch in Indien kommen Fossilien von Lemuren vor, nicht aber in Afrika. Und um eben diese scheinbar sonderbare einstige Verbreitung von Lemuren, aber auch von weiteren Tierarten zu erklären, schlug Slater 1864 vor, dass es zwischen Indien und Madagaskar einst eine Verbindung gegeben haben müsste. Ein nun versunkener Kontinent im Indischen Ozean soll als gewaltige Landbrücke zwischen Indien und Madagaskar gedient haben, um diese Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten zu erklären. Da es dabei vor allem um die Lemuren ging und diese auch Slater auf diese Idee gebracht hatten, schlug er den Namen Lemuria, das Land der Lemuren, für diesen einstigen Kontinent vor. Aus heutiger Sicht mag so ein Vorschlag als eher lächerlich erscheinen, doch zu Slaters Zeiten war das nicht der Fall. Damals waren Plattentektonik und die Idee, dass sich unsere Kontinente überhaupt verschieben könnten, noch völlig unbekannt. Und Landbrücken und versunkene Länder waren tatsächlich eine immer wieder aufgeführte Erklärung für die Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten. Nicht zuletzt auch aus diesem Grund, weil versunkene Länder durchaus eine übliche Erklärungsform waren, nahmen auch eine Reihe von weiteren Forschern Slaters Idee eines untergegangenen Landes namens Lemuria auf, um weitere Beobachtungen zwischen Indien und Afrika zu erklären. Auch Indonesien wurde bald hier mit einbezogen und Lemuria soll sich demnach zwischen Madagaskar, Südindien und bis nach Sumatra erstreckt haben. Ein Beispiel für diese Position ist der englische Naturforscher Alfred Wallace. Dieser merkte an, dass die Tierwelt von Malaysia und Indonesien mehr mit der von Afrika gemein hätte als mit Indien oder auch Australien. Auch für ihn war Lemuria dafür eine denkbare Erklärung. So schrieb er im Kommentar zu Slaters Hypothese, dass Lemuria eine legitime, ja sogar höchst plausible Hypothese wäre. Er meinte, dass die Verbreitung von Tierarten sogar eine sehr gute Möglichkeit war, die Geografie vergangener Zeitalter zu ergründen. Auch eine ganze Reihe von Geologen unterstützten bald die Lemuria-Hypothese. So stellten zum Beispiel die Wiener Geologen Eduard Süß und Melchior Neumeier fest, dass es geologische Ähnlichkeiten zwischen Südafrika und Indien gab, die sich ebenfalls gut mit Lemuria erklären ließen. Die Kernhypothese von Slaters Lemuria war damit nun ein versunkener Kontinent, der sich von Madagaskar bis Indien und bis nach Sumatra im Indischen Ozean erstreckte und vorgeschlagen wurde, um geologische und ganz zentral zoologische Beobachtungen zu erklären.
Einige Jahre später aber kam es dann zu einem weiteren bedeutenden Schritt für Lemuria. Und zwar, als es auch in Bezug auf die Entwicklung des Menschen erwähnt wurde. Dies geschah ganz zentral durch den Naturforscher Ernst Haeckel, der in Jena als Professor tätig war. Dieser las 1860 Charles Darwins On the Origins of Species und es überzeugte Haeckel nicht nur, sondern beeindruckte ihn sehr. Bald wurde Ernst Haeckel tatsächlich zu einem der größten Vertreter der Evolutionstheorie im deutschsprachigen Raum. Er plädierte sogar dafür, dass Darwins Erkenntnisse in jeder Schule unterrichtet werden sollten. Und er war auch einer der ersten Forscher, der die Evolution auch auf den Menschen anwandte und die logische Konsequenz zog, dass auch der Mensch sich entwickelt haben müsste und nicht geschaffen worden war. Mit dieser Ansicht machte sich Haeckel natürlich nicht nur Freunde. Darwins Evolutionstheorie erschütterte das Weltbild des 19. Jahrhunderts grundlegend und vielleicht mehr als jede andere wissenschaftliche Erkenntnis vor ihm und danach. Eben das löste auch so großen Widerstand aus. Und von diesen war manches gerechtfertigte Kritik an einer neuen These, während anderes einfach nur offene Anfeindungen darstellte. So schrieb auch Haeckel, dass er viele ehrliche Gegner, aber auch sehr viele unehrliche Feinde hatte und nur wenige gute Freunde. Sowohl in der Wissenschaft wie auch in populären Medien wurden Haeckel und andere Unterstützer der Evolution geschmäht und es wurde zum Teil sogar gefordert, sie zu boykottieren. Entgegen allen Widerstands aber brachte Haeckel die Evolutionstheorie im deutschsprachigen Raum sehr stark voran. Auch er selbst war aber keineswegs ganz unproblematisch. Ganz zentral verband Haeckel sehr oft und gerne wissenschaftliche Ansichten mit seinen eigenen politischen Ideen und nutzte die Wissenschaft, um diese zu rechtfertigen. Er wurde so zu einem der Vorreiter des Sozialdarwinismus und vertrat eine Reihe von eindeutig rassistischen und vielen völkisch-nationalistischen Ideen und oft wird er auch als ein Wegbereiter der späteren Eugenetik gesehen. Alles in allem lässt sich Ernst Haeckel damit als einer der wichtigsten, aber auch der umstrittensten Naturforscher des 19. Jahrhunderts beschreiben und auch er nahm die Lemuria-Hypothese auf. Eine ganz zentrale Frage in der Debatte um die Entwicklung des Menschen war so natürlich, wo diese stattgefunden hatte und wo sich die berühmten Missing Links, jene Vorfahren der Menschen, finden würden. Haeckel schlug dazu drei Orte vor, die ihm als plausibel erschienen. Zum einen Ostafrika, dann Südasien oder eben auch den nun untergegangenen Kontinent Lemuria. Südasien galt dabei für Haeckel als der wahrscheinlichste Ort, gefolgt von Lemuria und schließlich noch Ostafrika, das er aber als am unwahrscheinlichsten betrachtete. Auf diese Weise brachte Ernst Haeckel eine völlig neue Dimension in die Lemuria-Hypothese mit ein. Lemuria als Wiege der Menschheit. Damit eröffnete sich auch ein völlig neues Kapitel der Diskussion um Lemuria und es gab viele neue Befürworter, aber auch Gegner dieser These. Die zentralen Argumente für Lemuria waren dabei nach wie vor geologische Beobachtungen, Verbreitungen von Tieren und Pflanzen und eben auch mögliche Wanderrouten der Menschheit. Haeckel entwarf so eine hypothetische Karte, wie sich die Menschheit von Lemuria aus über die Welt verbreitet haben könnte. Dabei teilte er die Menschen aber auch ganz klar in Rassen ein, von denen er viele als weniger weit entwickelt ansah und über die er beschreibt, dass diese eben noch dem Affen ähnlicher wären. Auf der anderen Seite hatte Lemuria aber auch immer viele Gegner. Viele allgemeine Gegner der Evolutionstheorie sahen es so zum Beispiel als einen doch recht günstigen Zufall an, dass Lemuria ausgerechnet versunken wäre und man damit den Missing Link nicht mehr finden könnte, was ihnen wie eine Ausrede der Darwinisten erschien. Einige andere Geologen und Zoologen merkten auch an, dass sich das Meer bei Messungen von Madagaskar als doch sehr tief erwiesen hätte. Bei einem untergegangenen Kontinent dort würde man das aber nicht erwarten, da dieser ja unter den Wellen zurückgeblieben wäre und das Meer damit flacher sein müsste, als es war. Auch viele durchaus namhafte Personen äußerten sich weiter zur Lemuria negativ. Charles Darwin meinte so, dass für ihn Ostafrika als Ursprung der Menschheit viel wahrscheinlicher wäre und er nicht an einen untergegangenen Kontinent in diesem Fall glaubte. Lemuria hätte ja, so Darwin, erst nach der Entstehung des Menschen untergehen müssen, was in geologischen Zeiträumen gedacht weniger als ein Augenblick wäre. Damit hätte der Untergang unglaublich schnell vonstatten gehen müssen.
Für die Lemuria-Hypothese und die Entstehung des Menschen auf einem Kontinent, der dann unterging, war für Darwin einfach nicht genug Zeit. Und er hielt Lemuria, zumindest das Wiege der Menschheit, damit für sehr unwahrscheinlich. Selbst einige ursprüngliche Befürworter wandten sich später auch von Lemuria wieder ab. So etwa auch der zuvor schon erwähnte Alfred Wallace. Obwohl er Lemuria zunächst als sehr plausibel beschrieben hatte, meinte er später, dass sich Kontinente und Meere ja eigentlich nie veränderten, zumindest nicht drastisch. Wallace vertrat damit die Ansicht der konstanten Kontinente, und da diese eben konstant waren und auch keine Kontinente jemals untergegangen seien, glaubte er nicht, dass es Lemuria wirklich gegeben haben könnte, da ein Kontinent nicht sinken konnte. Lemuria war damit im 19. Jahrhundert in der Wissenschaft ein durchaus wichtiger Teil von vielen Debatten. In populären Medien kam Haeckels Standpunkt von Lemuria als mögliche Wiege der Menschheit dabei weniger stark an, dafür aber Slaters Grundthese eines möglichen versunkenen Kontinents im Indischen Ozean. Letzten Endes aber versagte die Lemuria-Hypothese in der Wissenschaft. Eine zentrale Forderung von Gegnern, aber auch von Befürwortern war es so, dass man handfestere Beweise für Lemuria und auch für den Ursprung des Menschen finden müsste. Bisher basierten ja alle Belege für den verlorenen Kontinent nur auf Beobachtungen, die man sonst nicht besser erklären konnte. Und eben das änderte sich am Ende doch. Sogar Ernst Haeckel wandte sich Mitte der 1890er Jahre von Lemuria ab und meinte, dass sich die Bedenken gegen diese Hypothese mehr und mehr häuften. Zu sehr, um sie weiter ernsthaft vertreten zu können. In den 1880er Jahren waren so Fossilien von Lemuren auch in anderen Erdteilen entdeckt worden, was Slaters Grundhypothese stark schwächte. Und von 1991 bis 1994 waren mit dem Java-Menschen Überreste eines Menschen in Java entdeckt worden, der aber eindeutig kein Homo sapiens war. Dies war für Haeckel eben der gesuchte Missing Link und es stand damit für ihn fest, dass der Mensch nicht aus Lemuria stammen könnte. In der Forschung über die menschliche Entwicklung löste dieser Fund des Java-Menschen eigentlich auch eine viel größere und weitreichendere Debatte aus, auf die hier aber nicht näher eingegangen werden soll. Fest steht nur, dass mit diesem und weiteren Funden Lemuria aus der Evolutionstheorie des Menschen verschwand. Archäologische Funde konnten klar zeigen, dass diese ganz einfach nicht auf einem versunkenen Kontinent stattgefunden hatte. Auch im Gebiet der Biogeographie, aus der die Lemuria-Hypothese ja ursprünglich stammte, wurde Lemuria mehr und mehr fallen gelassen. Mit weiteren Beobachtungen zur Tierwelt von Madagaskar kamen mehr und mehr Zweifel daran auf, dass diese wirklich so wenig mit der von Afrika und so viel mit der von Indien gemeinsam hätte. Ganz besonders als man in Amerika und auch Europa Fossilien von Lemuren fand, die zeigten, dass diese Tiere einst an ganz anderen Orten und sehr weit verbreitet waren. Die ursprünglichen Beobachtungen für Lemuria lösten sich mehr und mehr auf. Und schließlich kam es dann durch die Entdeckung des Kontinentaldrifts und später der Plattentektonik zum Ende von Lemuria. Der Kontinentaldrift wurde 1912 von Alfred Wegener zum ersten Mal vorgeschlagen. Zu dieser Zeit hatten sich die meisten Zoologen und Geologen schon von Lemuria vollständig abgewandt. Und interessanterweise führte der Kontinentaldrift zu einem kurzen Wiederaufleben von Lemuria. Alfred Wegener selbst schrieb so, dass Lemuria wohl einst Teil des Urkontinents Gondwana gewesen wäre und eben im Zuge der Verschiebung der Kontinente untergegangen sein könnte. Dabei griff er ganz eindeutig die alten biogeografischen Überlegungen wieder auf und seine Ideen wurden wiederum für einige Zeit weitergeführt. Am Ende wurde der Kontinentaldrift aber eben zur Theorie der Plattentektonik erweitert und diese ließ schließlich ganz einfach keinen Platz mehr für Lemuria. Madagaskar und Indien gehörten zwar tatsächlich einst zusammen, aber nicht weil es einen Kontinent dazwischen gegeben hätte, sondern eben weil sie irgendwann auseinanderdrifteten. Diese Theorie konnte auch durch viele Belege bestätigt werden und so auch durch Tiefseemessungen im Indischen Ozean, die zeigten, dass sich dort ein Tiefseerücken findet, wo die Platten auseinanderstreben. Solche Beweise und durch die Hypothese vorhergesagte Funde, die bestätigt werden konnten, gab es für Lemuria als untergegangenem Kontinent leider nie. Damit zeigt die Geschichte von Lemuria in der Wissenschaft eigentlich sehr schön auf, wie sich wissenschaftliches Wissen entwickelt und entsteht. Zunächst wurden Beobachtungen gemacht und basierend auf diesen wurde eine Erklärung, eine Hypothese vorgeschlagen.
Wichtig ist dabei, dass diese Hypothese eben nur eine Idee, ein Vorschlag für eine Erklärung war. Selbst ein Befürworter wie Ernst Haeckel betonte bei seiner Darstellung der Wanderung des Menschen von Lemuria aus, dass diese nur hypothetisch wäre und nur ein Vorschlag und nicht als Fakt zu werten ist. Um von einer Hypothese auf den Stand einer Theorie erhoben zu werden, müsste so ein Erklärungsversuch getestet werden. Es müssen daraus testbare Vorhersagen abgeleitet werden und neues Wissen muss sich in die Hypothese fügen und darf ihr nicht widersprechen. Stellen sich Vorhersagen so als falsch heraus oder zeigen neue Erkenntnisse Probleme an der Hypothese auf, so muss diese entweder verändert oder, wenn die Probleme zu groß sind, eben fallen gelassen werden. Bei Lemuria zeigt sich, wie eben das passierte. Auch Befürworter des versunkenen Kontinents waren bereit, im Licht von neuem Wissen ihre Hypothese in Frage zu stellen und sie am Ende sogar aufzugeben. Auf diese Weise wird auch allgemein in der Forschung nach und nach jede Erklärung ausgeschlossen, die sich als falsch erweist, und die Hypothesen, die alle Tests überstehen, dürfen als Theorien bezeichnet werden. Natürlich kann sich jede Theorie mit neuen Versuchen, Tests oder Erkenntnissen doch noch als falsch herausstellen, aber aus pragmatischen Gründen kann man sie bis dahin so behandeln, als wäre sie wahr, allerdings unter der Bereitschaft zu akzeptieren, dass sie falsch sein könnte, wenn sich neue Belege finden. Die Plattentektonik schaffte diesen Schritt von der Hypothese zur Theorie, Lemuria aber nicht. Alle Beobachtungen, die für Lemuria sprachen, ließen sich auf andere Art besser erklären und neues Wissen schwächte die Hypothese weiter und auch Vorhersagen, die auf Lemuria basierten, ließen sich am Ende nicht erfolgreich testen. Die Lemuria-Hypothese fand so in der Wissenschaft ihr Ende, nicht aber in anderen Texten. Und während wir bisher nur über Wissenschaft und Forschung gesprochen haben, kommen wir nun dazu, wie sich Lemuria in der Esoterik weiterentwickelte und so zu einem angeblichen mythischen Land wurde. Noch in den 1880er Jahren, also zu einer Zeit, dass Lemuria noch ein völlig legitimer Teil der wissenschaftlichen Debatten war und die Möglichkeit eines realen Lemuria bestand, griffen Helena Blavatsky und ihre theosophistische Gesellschaft die Idee von Lemuria auf. Die Theosophistische Gesellschaft war eine okkulte Gruppierung, die häufig spirituelles Geheimwissen für sich beanspruchte und aus meistens östlichen Religionen Konzepte und Ideen entlehnte. Aber auch aus anderen Kulturen und Bereichen wurde von ihnen gerne und oft Dinge geradezu recycelt. Einen Bezug auf die historische und auch aktuelle Realität der Kulturen, aus denen sich dabei bedienten, hatten die Theosophisten kaum. Und auch aus der Wissenschaft bedienten sie sich so, eben wie es ihnen beliebte. Ein zentrales Werk von Helena Blavatsky war dabei die geheime Doktrin, die ja angeblich durch einen geheimen Meister aus Tibet während einer Trance diktiert worden war und der dieses Wissen wiederum aus Atlantis hatte. Das Werk an sich ist dabei eindeutig eine Schöpfung von Blavatsky selbst, wobei sie aus vielen anderen Büchern ihrer Zeit viele Ideen auch kopierte und eben auch Lemuria fand darin seinen Platz. Ein Teil der geheimen Doktrin besteht so darin, die Geschichte und Herkunft des Menschen zu erklären. Dies geschieht zentral durch das Modell der sogenannten Wurzelrassen. Von diesen soll die dritte Wurzelrasse auf Lemuria gelebt haben. Dort wurden die Menschen laut Blavatsky zum ersten Mal zu Mann und Frau und zu an sich stofflichen Wesen. Die Lemuria-Hypothese von Slater und auch von Haeckel war ja dabei eindeutig bekannt. Aber sie schreibt, dass diese Wissenschaftler Lemuria völlig falsch betrachteten und sie zeigt sich als eher wissenschaftsfeindlich. Sie stellt dabei Lemuria auch eindeutig als eine Idee dar, die es schon vor Slaters Hypothese gegeben hätte, was ja eindeutig nicht der Fall ist. Dem eigentlichen Urheber der Lemuria-Hypothese spricht sie damit also schon einmal von vornherein diese Idee ab. Aber sie dichtet auch noch selbst viel mehr dazu. Die Bewohner von Lemuria, die sogenannten Lemurier, beschreibt sie als Wesen, die sich zunächst dadurch vermehren konnten, dass neue Menschen einfach wie Schweißtropfen aus ihnen hervorkamen. Aus dieser zunächst geschlechtslosen Form aber entwickelten sich die Menschen von Lemuria zu zweigeschlechtlichen Wesen. Diese sollen auch sehr intelligent geworden sein und seien Riesen gewesen. Auch eine sehr interessante zeitliche Einordnung wird von Blavatsky entwickelt. Demnach lebten die Lemurier vom Trias bis zur Kreidezeit und hätten sich damit die Welt mit den Dinosauriern geteilt. Und zu alledem hinzu soll es auf Lemuria auch noch Mischwesen aus Menschen und Ungeheuern gegeben haben, deren Zeugung später aber verboten wurde.
Anschließend erweiterte Blavatsky auch noch die Größe von Lemuria gewaltig. Laut ihr erstreckte sich Lemuria nicht nur im Indischen Ozean, sondern auch um die Südspitze von Afrika herum und in den Atlantik hinauf bis nach Skandinavien. Eine logische Erklärung auch für diese Erweiterung finden sich allerdings in den eher konfusen Schriften von Blavatsky nicht. Besonders interessant ist dies aber auch deshalb, weil Blavatsky selbst noch in älteren Werken die von der Forschung vertretenen Ausmaße von Lemuria im Indischen Ozean annahm, aber auch hier schon behauptete, absolutes und wahres Geheimwissen zu haben. Und abschließend wird auch noch der Untergang von Lemuria durch Blavatsky beschrieben. Dieser soll zentral durch Feuer aus der Erde über das Land gekommen sein. Erst verbrannte dadurch ganz Lemuria und dann ging es unter, wobei dieser Untergang im Nordatlantik begann und schließlich bei Indien endete. Besonders diese erste Aufnahme durch Helena Blavatsky in den Bereich der okkultistischen und esoterischen Schriften sollte größten Einfluss auf die weitere Entwicklung von Lemuria in diesem Bereich der Pseudowissenschaften, des Okkultismus und der Esoterik haben. Nach ihr führten weitere Theosophisten die Idee von Lemuria weiter aus und erweiterten diese noch mehr. So zum Beispiel der Theosophist Scott Elliot, der sich sowohl auf Blavatsky wie auch auf Wallace und Haeckel bezog. Auch bei ihm und den nachfolgenden Autoren zieht sich das Muster weiter, dass ohne jeglichen Bezug zur Realität, ohne logische Erklärungen oder handfeste Belege, aber mit dem Verweis auf angeblich alte Quellen, geheimes Wissen oder Offenbarungen, zu denen aber sonst niemand Zugang hätte, immer neue fantastische Aspekte zu Lemuria hinzukamen. Bei Scott Elliot mussten die Lemuria so zum Beispiel auch gegen Dinosaurier kämpfen, was für ihn eine unleugbare Tatsache darstellte. Der mit den Theosophisten in engem Kontakt stehende Okkultist Alfred Sennett, der Begründer des sogenannten Geheimbuddhismus war, schrieb zeitgleich zu Blavatsky, dass es auf Lemuria bereits eine Hochkultur gegeben hätte, die jeder anderen späteren auf unglaubliche Weise überlegen gewesen wäre. Laut ihm sei diese aber bereits vor 711.000 Jahren im Meer versunken. Auch Sennetts Wissen geht dabei zentral auf Offenbarungen zurück, die er gehabt haben soll und die sich in keinster Weise testen lassen und die auch nicht durch reale Argumente oder Belege gestützt werden. Mit dem Österreicher Rudolf Steiner erhielten die Lemuria dann noch weitere Kräfte. Dieser hatte sich aus der theosophistischen Gesellschaft entfernt und die Anthroposophie gegründet, in der er die indischen Einflüsse eher ablehnte und sich mehr auf westliche, christliche und nach seiner Sicht wissenschaftliche Prinzipien bezog. Und zunächst klingt Steiners Ansichten, der sehr viel zu Lemuria schrieb, auch der von Haeckel sehr ähnlich, auf den er sich auch direkt bezog. Bei ihm ist Lemuria zunächst ein Kontinent im Indischen Ozean, wo sich die Vorfahren des Menschen entwickelten. Die Lemuria von Steiner hatten dabei ebenso wie bei Haeckel noch keine Sprache, was für Haeckel eines der Kriterien dafür war, dass sie noch keine Menschen gewesen wären. Steiner sprach ihnen dafür aber magnetische und elektrische Kräfte zu. Darüber hinaus beschrieb er auch viele Details zu ihrem Leben recht eingehend, wie zum Beispiel zu ihrer Entziehung oder ihrer Sozialstruktur. Teile davon überschneiden sich stark mit den Texten der Theosophisten, andere dagegen stammen von Steiner selbst. Das meiste davon bezog sich aber auf die Bildung von Willen, Gut und Böse und besondere mentale Kräfte der Lemuria. Und abschließend schrieb auch Steiner noch zum Untergang von Lemuria. Laut ihm waren die Lemuria als mächtige, aber niedrig stehende Menschenrasse noch recht ungeschützt gegen den Einfluss des von ihm als luziferischen Wesen bezeichneten Aspekts. Die Lemuria sollen so in der Lage gewesen sein, ihren willkürlichen Willen auszudehnen und damit Feuer zu entfachen. Durch den bösen Einfluss, so zumindest erscheint es bei Steiner, kam es dann zu den großen Feuerstürmen, da der ausbreitende Wille der Lemuria die Welt mehr und mehr entflammte. Diese Feuer waren dann so groß, dass sie zu Lemurias Untergang führten. Dieses Ereignis stellt Steiner auch bis zu einem gewissen Grad mit dem Sündenfall des Christentums gleich. Ein weiteres häufiges Motiv von Lemuria im Okkultismus war es dann auch, dass der Kontinent vom Indischen Ozean in den Pazifik und damit zwischen Amerika und Australien verlegt wurde. Auch diese Ansicht stammt ursprünglich eigentlich aus der Wissenschaft, denn manche Forscher hatten den Kontinent Lemuria in den Pazifik verschoben oder zumindest den Namen für Landbrücken dort verwendet. Auf dieses Modell von Lemuria im Pazifischen Ozean bezogen sich unter anderem auch die Rosenkreuzer.
Der Rosenkreuzer Max Heindl schrieb so zum Beispiel den Lemurien ein weiteres spezielles Organ zu, mit dem sie sehr genau Hitze und Kälte fühlen konnten und das später bei uns Menschen zur Zwirbeldrüse wurde. Auch noch weitere esoterische und okkulte Autoren schrieben und erwähnten Lemuria in Bezug auf angeblich wahre Geschichten und Historien der Menschheit. Das vereinte Motiv all dieser Autoren ist dabei, dass sie ihr Wissen stets von geheimen Meistern oder aus uralten heiligen Texten erhalten, die natürlich niemandem außer den Okkultisten selbst zugänglich sind, die aber das angeblich geheime Wissen darin dennoch einfach in ihren Büchern veröffentlichen dürfen und können. In manchen von diesen Texten kam es auch zu einer Gleichsetzung von Lemuria mit dem Kontinent Mu. Dieser wurde angeblich durch die Maya beschrieben und der französische Arzt Le Progignon glaubte dies aus seinen eigenen Übersetzungen von Maya-Texten erfahren zu haben. Le Progignon übersetzte diese Texte dabei allerdings grundlegend falsch, da er zur Übersetzung der Schrift der Maya nur unzureichende Entschlüsselungen verwendete. Er konnte damit die Texte der Maya gar nicht wirklich entziffern und musste viele Lücken mit eigenen Ideen füllen. Mit Lemuria hatte Mu auch an sich zunächst gar nichts zu tun und erst später kam es offenbar zu einer Verwirrung, in dem beide gleichgesetzt wurden, wobei aber der Name Mu auch zum Teil für Atlantis Verwendung fand. Eine zentralere Erweiterung der okkulten Lemuria-Idee brachte dann aber noch der Astrologe Ernst Günther Paris ein, der Lemuria nicht als Kontinent, sondern als Erdzeitalter definierte. Für ihn war dies die Zeit, zu der die Menschen, die am Nordpol entstanden waren, diesen verließen und zum Äquator hin wanderten. Erst dadurch sollen sie langsam zu bewussten, aber noch nicht zu denkenden Wesen geworden sein und die Lemuria-Zeit wäre das Paradies auf Erden gewesen. Paris weicht damit klar und extrem von den bisherigen Lemuria-Ideen der Theosophisten und weiteren Autoren ab. Das Ende der Lemuria-Zeit ist dann für ihn der Sündenfall, durch den sich das Denken und das volle Bewusstsein des Menschen entwickelte. Und schließlich wurde Lemuria auch noch von den Ariosophisten und der Rechtsesoterik aufgenommen. Die Ariosophie war eine Bewegung, die ebenfalls mit der Theosophie in enger Verbindung stand, allerdings okkulte Ideen deutlicher und klarer mit völkischen und rassistischen Ideen verband. Während zwar auch schon die Theosophisten durchaus eine ganze Reihe von rassistischen und antisemitischen Ideen vertraten, war dies bei den Ariosophisten noch deutlich verstärkter und sehr explizit. Darauf weist ja auch schon der Bezug zu den Ariern im Namen der Ariosophisten hin, und Mythen und Sagen und vieles mehr wurde von ihnen in ihr eigenes rassistisch geprägtes Weltbild eingefügt. Unter anderem wurde selbst Jesus von dieser Gruppe zum Arier und Germanen erklärt. Vor allem die Rassentheorie von Blavatsky wurde durch die Ariosophie aufgenommen und damit auch Lemuria. Diese Idee wurde unter anderem von Guido von List, der eine zentrale Figur der Ariosophie und der völkischen Bewegung war und als Vordenker der okkulten Seite des Dritten Reiches galt, deutlich ausgebaut. Von List gab jeder von Blavatskys Wurzelrassen weitere Unterrassen und Verzweigungen. Dadurch wurde Lemuria auch in die stark rechten Schriften einbezogen, hier allerdings mit keiner besonders großen Rolle. In diesen Bereich der Rechtsesoterik fällt so zum Beispiel auch die sogenannte Theozoologie. Darin wurden Götter und mythische Wesen als Mischungen von Mensch und Tier erklärt, unter der Behauptung, streng wissenschaftlich vorzugehen. Auch verschiedene Rassen von Menschen sollen laut der Theozoologie eben dadurch entstanden sein und manche Menschen standen damit den Tieren näher und seien unrein. Auf diese Weise wird hier für Rassenhygiene argumentiert. Die Theozoologie stellte sich dabei auch als besonders frauenfeindlich dar und sah den Grund für all diese Vermischung und Unreinheit des Menschen als Schuld der Frauen, die dadurch ganze Kulturen zerstört haben sollen. Auch Lemuria war Teil dieses sonderbaren Konstrukts, wurde dabei aber stark umgedeutet und es hieß, dass dort und auf Atlantis reine Menschen gelebt hatten, die sich dann aber so stark mit Tieren vermischten, dass sie zu Untermenschen wurden. Eine besondere Rolle hatten dabei die elektrischen Kräfte der Lemuria, die laut der Theozoologie ein Anzeichen für einen reinen Menschen wären. Auch noch weitere Autoren der SS-Ahnenerbe-Organisation erwähnten Lemuria immer wieder und so hatte der Kontinent schließlich einen durchaus festen Platz in der Rechtsesoterik gehalten. Und auch heute wird Lemuria noch von okkulten, esoterischen und auch rechtsesoterischen Gruppen propagiert.
Natürlich muss man hier anmerken, dass es keine strikte und lineare Entwicklung von Blavatsky zur Rechtsesoterik gab. Vielmehr liegt ein verworrenes Netz vor, bei dem sich viele Autoren aufeinander beziehen und viele Ideen nebeneinander und konkurrierend zueinander dargestellt werden. Zu gewissen Zeiten wurden fast alle diese Stufen und esoterischen Formen von Lemuria gleichzeitig vertreten. Und während sie natürlich alle unglaubwürdig und realitätsfern sind, sind besonders die Darstellungen der Rechtsesoterik zu verurteilen. Einen deutlich realistischeren und ernstzunehmenderen Ansatz verfolgten aber zum Beispiel auch Mythenforscher wie der Schotte Lewis Spencer. Dieser wollte Hinweise auf Lemuria in den Flutmythen polynesischer Völker finden. Zwar verlegte er auch eher dabei Lemuria in den Pazifik, aber auch das wurde bereits von einigen Forschern eben vorgeschlagen. Die mythologische Forschung zu Lemuria war dabei durchaus sinnvoll und legitim. Wenn Lemuria nach der Entwicklung des Menschen untergegangen wäre, so hätte dieses Ereignis durchaus Spuren in Sagen und Mythen hinterlassen können. Zu einer Zeit, als Lemuria also noch als tatsächliche Möglichkeit diskutiert wurde, wären solche mythologischen Belege durchaus ein hilfreiches Argument gewesen. Am Ende blieb aber auch diese Forschung erfolglos und es konnten keine Beweise für Lemuria durch vergleichende Mythologie gefunden werden. Ebenfalls mit der Mythologie wurde Lemuria aber auch durch die Autoren der Tamilen verbunden, einer ethnischen Gruppe aus dem Süden von Indien und Sri Lanka. Als die Lemuria-Hypothese in den 1870er Jahren auch in Indien bekannt wurde, verglichen Gelehrte der Tamilen diese Idee mit ihren Mythen, in denen sich auch ein großer Flutmythos findet. Basierend darauf wurde die Idee diskutiert, ob Lemuria und der Untergang dieses Kontinents diesem Flutmythos entspricht und Lemuria damit die Urheimat der Tamilen darstellt. Ähnlich zu Spencers Forschung fand aber auch dieser Vergleich am Ende keine wirkliche Zustimmung. Der Tamilengelehrte Nalasami Pillai schrieb so zum Beispiel, dass es am Ende weder historische noch wissenschaftliche Gründe gäbe, anzunehmen, dass Lemuria wirklich die Urheimat seines Volkes wäre. Einige Jahrzehnte später erlebte Lemuria aber einen neuen Aufschwung im Rahmen der nationalistischen Bewegung der Tamilen in den 1920er Jahren. Hier wurde für Lemuria auch der Begriff Kumari Kandam eingeführt und der Flutmythos wurde deutlich ausgebaut, sodass es nun ein ganzer verlorener Kontinent der Mythologie gewesen sein soll und dort wäre die ursprüngliche Hochkultur der Tamilen gewesen. Motiviert wurde diese Entwicklung zentral dadurch, da die nationalistische Bewegung ihre Kultur und Geschichte gegenüber der der Hindus aufwerten wollte. Kumari Kandam als eine Version von Lemuria hat damit zwar einen entfernten mythologischen Kern, ist aber letztlich dennoch eine Schöpfung des 20. Jahrhunderts. Auffällig ist dabei auch, dass sich die Autoren der Tamilen sehr stark auf westliche Forscher bezogen, diese aber sehr häufig falsch zitierten, um Kumari Kandam glaubhafter erscheinen zu lassen. Obwohl man in Bezug auf Lemuria so zwar Kumari Kandam oft hört und es hier auch einen Bezug auf alte Mythen gibt, ist auch dieser Aspekt von Lemuria am Ende doch eine moderne Schöpfung. In diesen verschiedensten Formen und sogar noch in einigen weiteren findet sich Lemuria auch noch heute. Manche suchen sogar ähnlich wie Atlantis nach Lemuria als verschollenem Land, zentral durch die Behauptung motiviert, dass es auf Lemuria eine Hochkultur gegeben haben soll. Wirklich kanonische Informationen über Lemuria lassen sich dadurch auch nicht festhalten. Außer dass Lemuria real war, entweder als Zeit oder als Ort, dass es dort eine spirituell oder auch materiell hochentwickelte Kultur gab und die Menschen von Lemuria über meist besondere Kräfte verfügten und durch Feuer untergingen. Ansonsten könnte man noch zahlreiche okkulte und esoterische Autoren finden, die verschiedenste Zusätze zu Lemuria aufstellten. Alles am Ende aber ohne jegliche Basis in der Realität und auch ohne eine Basis in Mythen oder Sagen. Anders als bei Atlantis oder Hyperborea, wo sich zumindest alte Texte oder Mythen als Grundlage finden lassen, die diesen wilden Interpretationen dienen, ist das bei Lemuria ganz einfach nicht der Fall. Es gibt keinen Lemuria-Mythos, keine alten Texte und keine Lemuria-Legende, sondern nur eine alte biogeografische Hypothese, die eben 1864 von Philip Slater aufgestellt wurde. Trotz der klaren wissenschaftsfeindlichen Einstellung von Blavatsky und anderen Theosophisten hatten sie Lemuria doch aus der Wissenschaft übernommen
Und damit zeigt sich auch eben der wichtige Unterschied zwischen echter Forschung und okkultistischem Unfug. Lemuria wurde in der Wissenschaft als Hypothese entwickelt, um zu erklären, was man beobachtete, und als sie sich doch als falsch erwies, ließ man diese Erklärung fallen, weil es am Ende eben darum ging, die Natur und die Welt so zu ergründen, wie sie ist. Im Okkultismus und bei den Esoterikern dagegen wurde der Faden aufgenommen und weitergesponnen. Es wurde behauptet, man hätte Lemuria gar nicht aus der Wissenschaft gehabt, und dann wurden wilde Ideen angehäuft, die alle aus alten Texten oder von mystischen Meistern stammen sollen, die aber sonst keiner kennt und die erst gar keiner nachprüfen kann. Im okkulten Lemuria geht es nicht mehr darum, die Welt zu erklären und zu ergründen, sondern um seinen eigenen Glauben mit wilden Thesen zu rechtfertigen, was auch zu mehr schlimmen Wegen führen kann, wie sich in der Rechtsesoterik zeigt. Eben auch um diesen Unterschied aufzuzeigen, wollte ich dieses Video machen. Viele von euch haben nach Lemuria gefragt und die Geschichte ist bekannt, aber es gibt eben keinen Mythos dahinter. Hinter dem Vorhang von Lemuria steht nur die alte Hypothese von Slater und Haeckel, übernommen, abgewandelt und verdreht durch Blavatsky und Co. Die Geschichte von Lemuria soll so zeigen, wie sich angebliches okkultes Wissen entwickeln kann und wie durch die Behauptung, man würde sich auf uraltes Wissen und alte Quellen beziehen, selbst die Ideen eines Zoologen aus 1864 zu einem uralten Mythos mutiert werden können. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Lore-Spezial. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare schreiben, und dieses Mal würde mich besonders eure Meinung zu dieser Art von Video und zu so einer Analyse von esoterischen und okkulten Themen interessieren. Gerne würde ich von euch wissen, ob euch diese Art von Video und solche Themen gefallen oder nicht und ob euch mehr davon interessieren würde. Ich aber sage vorerst auf jeden Fall vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos tagkräftig unterstützen, und tschüss YouTube bis nächsten Mal bei einem weiteren Lore-Spezial.